Willkommen zurück zu Euphloria. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und nach der letzten Folge, nach der letzten Mission in den Tiefen des Alls haben wir herausgefunden, wo die Grauen herkommen, wo diese Infektion ihren Ursprung hat, und da müssen wir jetzt hin zum Ereignishorizont. Unser Gegner ist schwach. Sie flüchten in Furcht vor unserer Macht. Treibe sie zusammen und verarbeite sie zu Dünger. Okay, haben wir einen großen? Dann fliegen wir doch gleich mal weiter. Wozu denn haben wir denn solche viele Truppen, wenn wir die nicht nutzen? Was haben wir da? Ach, rot. Pff. Ja, das war ein Düsernbaum und ein Schutzbaum drauf, aber der Schutzbaum wird gerade erst gebaut. Und der Düsernbaum dürfte gleich weg sein. Alter, die prügeln den Schutz... Sieht man schon mal, die prügeln den zurück in den Asteroiden hinein. Ja. Alles kein Ding. Der fetzt uns zwar noch ein bisschen die Truppen weg, aber... Ach. Hier, erkundet mal ganz kurz. So, jetzt haben wir den. Dann bauen wir gleich noch einen zweiten. Oh, schön. Einen zweiten Düsernbaum. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz darüber, dass wir hier die vielleicht auch noch wegbekommen. Sehr gut, haben wir die da auch vertrieben. Und konnten uns jetzt hier festsetzen. Wie sieht's denn weiter aus? Okay. Da ist noch ein roter. Da oben ist ein richtig schön großer. Mal gucken, was das so ist. Da ist aber noch ein weiter Weg bis dorthin. Jetzt müssen wir es erstmal schaffen, hier die zu sichern und zu verteidigen. Und uns ein bisschen was aufzubauen. Geh doch mal erkunden. Auch mal. Ganz kurz mal. Okay, da ist nur... Er kommt sofort zurück. Nur ein Schutzbaum drauf. Der ist leer. Okay. Ist der gut? Sehr stark. Sehr, sehr, sehr durchhaltekräftig, wie auch immer man das formulieren möchte. Hier haben wir jetzt ja gleich auch den dritten Baum. Das heißt, wir können hier jetzt auch noch alles hinschicken, damit wir hier auch schnell noch ein wenig etwas aufbauen können. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall welche, die sehr lange aushalten. Die machen zwar keinen Schaden und sind nicht so schnell, aber die halten ordentlich was aus. Und das ist sehr nützlich. Vor allen Dingen, auch wenn es darum geht, Asteroiden zu übernehmen, sind die natürlich auch sehr gut. Aber der Ideal ist hier. Guckt euch das an. Die beiden sind echt gut. Jetzt kommt hier noch ein Schutzbaum drauf und dann ist der auch übernommen, beziehungsweise auch fertig. So, dann geht es weiter in der Erkundung. Okay, da wird gekämpft. Zwei Leere. Okay, der wäre mir lieber, muss ich sagen. Da ist ein großer roter Asteroid mit aber nur einem Produktionsbaum. Das ist nicht so schlimm. Den können wir da erstmal noch... Ich brauche erstmal, dadurch, dass wir hier nur so wenig Bäume pflanzen können, brauche ich lieber erstmal die noch ungenutzten Asteroiden.
um hier die Produktion zu beschleunigen, bevor ich mir hier die Zähne an den starken ausbeiße, beziehungsweise an den verteidigten Asteroiden ausbeiße und viele, viele Truppen verliere dabei. Das muss nicht sein. Aber das Ganze geht ja jetzt auch immer schneller, da wir immer mehr produzieren. So, jetzt alles weitere nach dort. Ah, sehr schön, der ist auch leer. Ah, cool. Nach dort. Der ist der stärkere, glaube ich, genau. Oh, geil. Haben wir gleich übernommen? Hatte dort jemand was gepflanzt? Schön. Das macht das Ganze ja noch einfacher. Dann machen wir dann gleich mal die verstärkten Setzlinge. Schutzbaum. So. Also bisher läuft es ziemlich entspannt, muss ich sagen. Und nicht sonderlich herausfordernd, also da gab es schon schwierigere Missionen bisher. Und ich glaube, jetzt heißt es Truppen sammeln. Für den Angriff auf die ersten besetzten Asteroiden. Oder wie sieht's da aus? Oh ja. Okay. Die nächste Blume ist auch sehr gut. Dann können wir da nämlich noch mehr verbesserte Setzlinge zu produzieren, beziehungsweise nur noch verbesserte Setzlinge auf dem Asteroiden. Und die nächsten Blumen gehen auf diesen Asteroiden, weil dort natürlich die nächststärkeren sind. Logisch, ne? Wobei eine Mine vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Okay, wenn ich das gerade sehe, ist der ziemlich low an Truppen. Gehen wir doch mal kurz dahin. Gibt es auch schon wieder unterschiedliche... Nee, es ist nur eine Sorte von Gegnern, wie es aussieht. Gut, die Grauen sind noch irgendwo. Aber die sind auch keine große Herausforderung, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich baue lieber noch eine Mine mit dem hier. Mit der Blume hier werde ich noch eine Mine produzieren. Minen sind gar nicht so unnötig, glaube ich. Gerade gegen höhere Truppenmengen sind die ja sehr, sehr, sehr effektiv, muss man ja schon sagen. Okay, da sind auch welche. Was eine Riesenmine. Ja, die fliegen jetzt alle leider durch den hier durch. Das ist nicht so gut. Oh, der ist komplett leer. Das nutzen wir. Das müssen wir sofort nutzen, wenn der gerade eh keine Verteidigung mehr hat. Müssen wir das nutzen?
dann greifen wir von der anderen Seite noch an, um zu sichern, dass wir auf jeden Fall einen der beiden bekommen. Sehr gut, die hauen ab. Der Schutzbaum ist zerstört. Damit haben wir auch den übernommen. Fliegt mal gleich weiter zu dem, denn die Mine nehme ich mal nicht mit. Weil die Mine bringt ja nichts bei Schutzbäumen. Na, verdammt. Na, haben wir halt da drei Produktionsbäume. Kommt da oben noch irgendwas denn Spannendes? Weil sonst hätten wir das ja jetzt auch gleich geschafft. Ja, sag ich mal, schön. War eine angenehm einfache Mission, also schon schwierigere Mission gesehen. Wenn ich jetzt den übernommen habe, dürfte es das gewesen sein, beziehungsweise ich muss ja hier nur noch die 26 Truppen ausrotten, dann kann er nämlich keine Gefahr mehr darstellen und das ist ja das, was zählt, dass sie halt keine Truppen beziehungsweise keine Thysonbäume mehr haben. Ja, und unsere Mine räumt da auch auf. Sehr, sehr schön. Und damit dürften wir auch diese Mission geschafft haben. Gehe ich mal stark davon aus. Genau, wir sind in Schwierigkeiten. Ein Gegenangriff wurde gestartet. Ach du Schande, wo kommen die denn alle her? Fuck. Okay, jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Kommt da auch noch eine Mine? Angerauscht? Die haben sofort meine Mine weggerotzt. Ach du Schande. Jetzt kriegen wir gerade richtige Probleme. Hat er einfach mal spontan da noch irgendwoher 150 Truppen bekommen? Kriegt jetzt gerade richtig Minen noch nachgelegt? Was denke ich dort verteidigen? Der ist wichtig. Das andere ist nur so ein kleiner. Das ist ein richtiger harter Produktionsasteroid. Den müssen wir behalten. Warum kriege ich eigentlich keine Blumen mehr? Kann mir das mal jemand erklären? Ah, dann benimmst du jetzt den. Ja, sofort weg. Aber ich werde ihm in den Rücken fallen und möglichst viel... Ach du Schande. Nein, nicht den. Nimm... Oh, wehe. Hörst du auf. Geh weg. Nee. Den überlasse ich dir nicht. Den überlasse ich dir nicht. Du kannst gerne hier von einem Asteroiden zum nächsten fliegen und Kram übernehmen, aber nicht meinen Hauptasteroiden. Ach du Kacke.
war gerade richtig im Bedrängnis. Dadurch, dass der halt jetzt hier so wirklich viele Truppen ins Feld führt. Immer noch 82. Wichtig ist halt einfach, dass er die starken Asteroiden nicht bekommt, weil wenn der hier starke Truppen produziert, bin ich richtig im Arsch. Meine Hoffnung ist momentan, dass ich halt die... Ich meine, er produziert kaum welche nach. Ich habe hier noch die Übermacht, in der, also die Produktionshoheit sozusagen. Und das ist das, worauf ich bauen muss, dass ich seine Truppen, seine eine Streitmacht, dass die sich zerstört durch bei den Angriffen und ich ihm die ganze Zeit von hinten immer wieder in den Rücken falle und die Asteroiden zurückhole, die er übernommen hat, damit er keine neuen Truppen produziert. Weil auf dem produziert er jetzt gerade nichts, da dort zu viele sind. Und immer wenn er die wegzieht und produzieren könnte, muss ich zur Stelle sein und den Asteroid über... Nein, ach du Schande. Gott, nicht... Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem jetzt begegnen, wie ich dem irgendwie begegnen soll. Der übernimmt mir die ganzen starken Asteroiden und ich komme mit dem hier, ich komme durch nirgendwo hier durch. Jetzt greift er auch noch von da oben aus an. Hier sitzt die Mine. Ja gut, aber was ist das denn bitte wieder? Also das ist ja nun auch ein bisschen lächerlich. Das ist... Ah, das hat mich bei Stronghold schon so angenervt. Dieses... Oh, ich lass mir einfach Truppen spawnen. Fällt einem nichts Besseres ein als Spieleprogrammierer? Sorry, aber das ist lame. Truppen spawnen ist lame. Das ist so... Ich habe keine Idee mehr. Ich kann mit Taktik nicht groß bekämpfen. Also machen wir es einfach über Truppen spawnen. Das ist lame. Ja, schön. Die Mission ist verloren, weil er sich einfach mit einem Mal 100 Truppen, 120 Truppen gespawnt hat. Die nicht nur 120 Truppen sind, sondern noch verstärkt und eine schöne Mischung aus allem haben. Ja, super. Okay. Ja, ich würde sagen, das lassen wir, die Mission können wir jetzt aufgeben, er hat jetzt die Hälfte der Asteroiden übernommen, produziert fleißig überall welches, ich werde jetzt nochmal machen, euch dazu holen, wenn ich mir, bevor ich den, also ich werde es jetzt ganz einfach machen, ich werde den letzten Asteroiden nicht angreifen, solange ich nicht irgendwie 400 Truppen zusammengesammelt habe, um den ersten Angriff abzuhalten, das werde ich jetzt tun, nicht taktisch, nicht irgendwie mit viel Überlegung und Planung und hast nicht, also weiß ich nicht, mit wirklicher Taktik zu tun, sondern einfach, ja, ich weiß jetzt, dass er sich Truppen spawnt, also werde ich mit noch mehr Truppen dagegen halten müssen. Wow, Spieleprogrammierer, yay, habt ihr euch was richtig Tolles ausgedacht. Naja, dementsprechend bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt ganz, ganz viele Truppen produziert. Etwa 700 Truppen. Denn wenn die Antwort des Spiels ist, ja, ich habe, du hast ganz, ganz viel, du hast fast alles übernommen. Dementsprechend erwartest du kaum noch irgendwie etwas Böses. Wir sind also große Truppenmengen. Bam, ich prügel dir einfach unerwartet viele Truppen ins Gesicht, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja, dann antworten wir halt mit... Also, weißt du, man kann sich ja auch nicht drauf einstellen. Es ist ja nicht so, als hätte man gesehen, okay, da sind jetzt noch ein paar Asteroiden, ich brauche noch ein paar Truppen oder sowas. Nein, es kommt einfach mit einem Mal, kommen 1 Million Truppen aus dem Nichts. Ja, Wayne? Wenn das so ist, dann antworten wir halt mit noch mehr Truppen. So, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Also ich saß jetzt hier die letzte halbe Stunde und so, hab ja Truppen produziert. Also total spannend. Ah, von wo kommt der Gegenangriff? Von da. Ach, guck mal, da oben.
Tja, mein Freund. Hier wirst du keinen Spaß haben. Alter, ernsthaft? Was sind das denn für Truppen? Was sind das denn? Was ist das denn? Ich hatte 600? Und der haut mir die einfach zu Klump? Ernsthaft? Ernsthaft, Spiel? Ernsthaft, Programmierer? Das ist eure Antwort? Nicht nur 150 Truppen, sondern 150 Hardcore-Truppen? Sorry, aber Alter, wie erbärmlich! Wie lächerlich ist das denn? Ich meine, klar, das waren jetzt nicht die 600 Supertruppen, die ich da hatte, aber 150 Truppen zerhäckseln mir einfach komplett meine und ich krieg davon nur 50 tot? Ernsthaft? Alter, Spiel, nee. Das ist echt lächerlich. Ich... Es ist einfach... Das Spiel war bisher echt gut. Ich fand's echt toll. Und dann kommt sowas, das zerstört mir jeglichen Spaß. Weil es ist so, hahaha, ist mir doch egal, was du bisher so an Taktik gelernt hast. Oder anderen, weißt du, das Spiel hat einem doch bisher immer beigebracht, geh einfach, also das, es hat einem das bisher noch nie beigebracht. Du kannst doch nicht einfach mal mit einem Mal die ganze Sache ändern. Ah, Spiel. Ja. Genau. Schaut euch das an. 120 Truppen kriegen 5 Feinde tot. 120 Truppen und 2 Minen haben 5 Einheiten zerstört. 5. Da fällt mir nichts zu ein. Und weiter geht der Spaß, dass er hier einfach rumläuft und sich ein... Ist ja auch klar, dass er sich jeden Asteroiden unter den Nagel reißt, wenn da hier mit Truppen kommen, die jenseits von Eden sind mit den Fähigkeiten. Ja gut, klar, denn weißt du, wenn ich 150 Truppen hätte, die verstärkt sind und alles, wo die Balken irgendwie doppelt so lang sind, ja, oh, wow, heißt er, boah, fantastisch. Ist da richtig, was sie konnte, Spiel? Also, nee. Das ist erbärmlich. Das ist erbärmlich und zeigt eigentlich... Also ich weiß nicht, was es zeigt. Auf jeden Fall nicht, dass das Spiel irgendwie... Es ist halt wirklich immer diese Frage, ich muss doch, als Spieleprogrammierer gehe ich doch hin und sage, okay, ich mache 6 Level a 4 Kapitel in diesen 24, ne, jetzt sind ja, das wäre jetzt Mission 20 oder so, oder 19, weiß ich, in 15 Missionen lang zeige ich dem Spieler ein Spiel. Und in der 21. Mission oder in der 20. Mission entscheide ich mich dann, etwas zu machen, was bisher noch gar nicht passiert ist, dass ich einfach mal Truppen spawne? Hardcore-Truppen? Ja. Weißt du? Ist okay, Spiel. Das... Naja, eine Mission. Bisher waren die Missionen ja alle echt cool und haben richtig Spaß gemacht und es waren nette Ideen dabei, auch wirklich nette Ideen, wie zum Beispiel die Verteidigungsmission, diese Schutzmission, die war echt niedlich.
Und da ist jetzt mal eine dabei, die scheiße ist. Passiert. Ist nicht toll, aber das macht das Spiel jetzt nicht schlecht. Also, ne, nur dass ihr jetzt mich nicht falsch versteht. Ich rage jetzt gerade, weil gegen diese Mission, weil ich diese Mission echt... Also das finde ich echt lächerlich. Aber die restlichen Missionen bisher waren wirklich fantastisch und das Spiel macht einfach Spaß. Und ich kann es trotzdem auch trotz dieser Mission hier immer nur weiter empfehlen. Wir haben sogar noch ein Achievement bekommen, woher auch immer. Und über solche Missionen muss man dann hinweggucken, dass man denn sowas hat. Muss man dann halt mit klarkommen einfach, ne? Dass du dann irgendwie dich durch diese Mission durchbeißt. Es ist ja nicht so, als wäre das ganze Spiel so. Das muss man ja auch sagen. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert, soweit ich das bisher gesehen habe. Dass aus dem Nichts heraus Truppen spawnen. Was irgendwo im Hinterzimmer passiert, beziehungsweise auf irgendwelchen noch nicht erkundeten Asteroiden kann man natürlich nicht sehen. Aber bisher ist es ja so gewesen, dass hier schon nur das als Gegner auftrat, was auch wirklich produziert wurde. Und das muss man dann mal, da muss man dann drüber hinweggucken. Muss man dann halt einfach durch. Und dann schaut man einfach, was die nächste Mission bringt. Ich meine, jetzt hat der, ich meine, muss mal gucken, was der alles bisher so vernichtet hat mit den Truppen, ne? Das muss man immer wieder sehen. Aber jetzt hat er nur noch 12 und jetzt kommen dann noch eine Mine. Und ganz schön viele von meinen sind hier ringsherum. Das dürfte sich jetzt auch gleich erledigt haben, dementsprechend. Dann haben wir auch diese Mission geschafft. Dauert nur ein bisschen. Weil er da natürlich auch wieder Truppen produziert, aber theoretisch dürften diese Truppen ja keine Gefahr sein, die er jetzt noch produziert. Ja. Schicken wir hier noch ein paar Truppen hin, um das zu verteidigen, beziehungsweise können wir gleich wieder zurückfliegen. Und damit haben wir das übernommen. Und wir haben es geschafft. Das war knapp, aber du hast dich gut geschlagen. Wir haben diesen Kampf gewonnen. Aber wir dürfen nicht übermütig werden. Ja. Gut. Diese Mission lassen wir einfach stehen, klammern die ein bisschen aus. Ne, muss man mal, das kann man sehen, wie man möchte. War trotzdem mal, also, war eine Mission. Jetzt kommt aber der Sonnensturm und wir hoffen einfach mal, dass diese Mission so wird wie die 20 Missionen vorher. Nämlich super, richtig schön. Und nicht wie diese eine von 21. Das muss man sehen. Eine von 21. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.